Ich bin seit, oh Gott, jetzt nun 31 Jahren Spandauer und es gibt halt eigentlich nur zwei wunderschöne Ecken und es ist die schönste Ecke eigentlich Berlins, hier zu wohnen. Das ist am Wasser und deswegen auch die Waterkant Spandau. Und ich war so happy, wo letztes Jahr der Anruf kam, sie kriegen eine Wohnung. Also von daher ist das eigentlich so der erste und hauptsächliche Beweggrund gewesen, hierher zu ziehen. Die Waterkant ist Teil eines Ganzen, Teil der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wasserstadt Oberhavel. Waterkant ist insofern eine Marke, die Marke der beiden landeseigenen Gesellschaften WBM und GEWOBAG. Und wir wollen hier gemeinsam mit diesen Gesellschaften 2.500 Wohnungen schaffen und damit den dringend notwendigen Wohnungsbau in Berlin voranbringen. Wir haben im Jahr 2018 angefangen zu bauen. Zwischenzeitlich sind die ersten 362 Wohnungen fertiggestellt und auch vermietet und darüber hinaus einige Einzelhandels- und Gewerbeflächen. Dieser Bauabschnitt, vor dem ich aktuell stehe, verfügt über weitere 482 Wohnungen, deren Höhepunkt und Hochpunkt ein 16-geschossiges Hochhaus ist. Darüber hinaus haben wir noch drei kleinere Baufelder, die jedes für sich zwischen 75 und 100 Wohneinheiten haben und das sogenannte Versorgungsherz des Quartiers, in dem dann ein Vollsortimenter untergebracht ist, eine Quartiersgarage untergebracht ist und verschiedene andere gewerbliche Nutzungen, die damit die Versorgung dieses gesamten neuen Quartiers ermöglichen. Last but not least gibt es das sogenannte Teilprojekt 3. Dort werden insgesamt weitere rund 1000 Wohnungen entstehen, darüber hinaus ein Schulstandort und nicht zuletzt auch ein sogenanntes Mobility Hub. Wir haben hier vielfältige, flexible Grundrisse. Wir haben Wohnungen, die alle mit Bezug zum Wasser ausgerichtet sind und die alle über einen Freisitz, sprich einen Garten, einen Balkon, eine Terrasse verfügen. Wir haben durch drei Baukörper, die wir systematisch nutzen, eine recht kostengünstige Errichtung realisieren können. Wir haben dann eine hohe Energieeffizienz, dadurch, dass die Baukörper sehr kompakt gestaltet sind. Und dann haben wir durch eine einheitliche Fassadengestaltung den Quartiersbezug hergestellt und über die Klinkerriemchenfassaden in den Erdgeschossen den Bezug zum Denkmal der Königlichen Pulverfabrik hergestellt. Für den Bezirk zählt das Projekt Waterkant zu einem der zentralen Bauprojekte in Spandau. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten kann an diesem Standort verwirklicht werden. In direkter Wassernähe entsteht ein neues Stadtquartier, das die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner nach Wohnraum, Freizeit und Erholung gleichermaßen berücksichtigt. Das Bauvorhaben wurde von Anfang an unbürokratisch durch den Bezirk begleitet. Mit den beiden landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften GEWOBAG und WBM haben wir zwei starke und vor allem nachhaltig und im Sinne des Klimaschutzes handelnde Partnerinnen an unserer Seite. Gemeinsam ist es uns gelungen, Wohnraum zu errichten, den Spandau so dringend braucht. Die Idee, an diesem Standort Wohnraum entstehen zu lassen, geht zurück auf eine lange politische Debatte Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. In einer Zeit, in der Berlin, ähnlich wie heute, geprägt war durch einen massiven Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Bei diesem Standort handelte es sich lange Zeit um einen vergessenen Ort, will ich mal sagen. Dieser Standort war für die Bevölkerung überhaupt nicht zugänglich. Er war durch Gewerbe- und Industrieflächen zerklüftet und er hatte hohe Umweltbelastungen aufzuweisen. Nach aller anfänglichen Euphorie, die hier herrschte, brach diese sozusagen im wirtschaftlichen Strukturwandel der 90er Jahre komplett zusammen. Infrastruktur wurden erstellt, Kitas in Planung genommen, Grünflächen geplant, teilweise ausgeführt, aber das, was nicht kam, waren die Investitionen privater Seite. Wir haben lange Zeit, ich will es positiv nennen, eine lange Entwicklungspause gehabt, jetzt aber den Vorteil mit dem Wachstum Berlins, dass wir alle Flächen mit bestehendem Planungsrecht schnellstmöglichst füllen können, um dadurch die wirklich notwendigen Wohnungen tatsächlich auch zu errichten. Wir
Wir werden bei der Entwicklung dieses Quartiers oder haben bei der Entwicklung dieses Quartiers darauf geachtet, dass wir natürlich auch ausreichend Freiräume schaffen, weil wenn 2.500 Wohnungen insgesamt entstehen, heißt auch, dass 5.000 bis 6.000 Menschen hier sich neu wiederfinden werden, dass wir auch Begegnungsräume haben, dass wir auch den Zugang zur Havel öffnen, dass hier auch Spielmöglichkeiten natürlich für die Kinder da sein sollen und insgesamt natürlich auch haben wir eine wunderbare eingebettete Lage in viele auch Wirtschaftsstrukturen, die da sind. Ich darf nur an die Insel Gartenfeld erinnern, wir haben Siemens um die Ecke, sodass hier ein Kiez auch der kurzen Wege entsteht. Und dazu gehört natürlich dann auch soziale Infrastruktur. Das heißt Schule, Kita, für all das wird gesorgt sein und damit ist das ein spannendes und allumfassend gelungenes Quartier. Wir haben hier ein urbanes Wohnquartier, das sich durch eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität auszeichnet. Wir freuen uns über die direkte Lage an der Havel und haben eine Ausrichtung des Grundstückes, die es den Quartiersbewohnern ermöglicht, in der stimmungsvollen Abendsonne ihren Sundowner zu nehmen. Berlin ist Trubel auf der einen Seite und Spandau ist halt das absolute Gegenteil. Spandau ist halt, glaube ich, der westlichste Bezirk, den wir überhaupt haben. Und was schätze ich besonders hier an der Waterkant? Das ist die Nähe zum Wasser, das ist die Natur. Ich habe es genau 5 Minuten bis zum Wald, aber ich habe genau direkt vor der Tür unsere wunderschöne Havel. Und das ist, glaube ich, die höchste Lebensqualität, die man in einer Hauptstadt wie Berlin eigentlich haben kann. Das Thema Nachhaltigkeit ist heute aus der Planung nicht mehr wegzudenken. Deswegen ist auch die Waterkant besonders nachhaltig projektiert worden. Auf der einen Seite in der sozialen Mischung, sodass auch Angebote, preiswerte Angebote für Familien hier zur Verfügung stehen und man insgesamt eine gute Mischung erzeugen kann. Auf der anderen Seite in ökologischer Hinsicht. Das bedeutet, sowohl Baustoffe werden sehr nachhaltig ausgesucht werden. Wir werden eine Zertifizierung Platin haben. Das ist der höchste Standard im nachhaltigen Bauen. Aber wir werden natürlich auch in der Energieerzeugung auf nachhaltige Konzepte setzen. Insgesamt entsteht hier damit ein runder Mix in Sachen Nachhaltigkeit. Also eines war uns von Beginn an der Entwicklung wichtig. Es war klar, dass hier der öffentliche Personennahverkehr für uns eine ganz besondere Rolle spielen muss. Wenn man 2.500 Wohnungen in einem neuen Quartier errichtet, dann kann man nicht für all diese Fahrzeuge einen entsprechenden Zuwachs im Individualverkehr zulassen. Die BVG hat ja dann die Jelbi-Initiative gelauncht und wir sind uns sehr früh einig gewesen, dass die Waterkant eine Jelbi-Station bekommen muss. Denn es geht uns darum, dass das Umsteigen vom individuellen Verkehrsmittel, selbst wenn es geteilt ist, auf den ÖPNV so leicht wie möglich gemacht wird. Wir wollen den Fahrradverkehr fördern. Wir wollen die Elektromobilität fördern und einer der Gründe dafür ist natürlich das gesamte Thema Klimaschutz. Wir stehen vor großen Herausforderungen hier. Es entstehen sehr viele Wohnungen und die Verkehrsinfrastruktur lässt noch ein bisschen auf sich warten. Was ist da landesseitig geplant? Also erstmal ist vollkommen richtig. Das eine ist, Wohnungen zu bauen, auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Voraussetzungen da sein. Oder eigentlich redet man von Wohnvoraussetzungsinfrastruktur, aber jetzt werden wir eher von Wohnfolgeinfrastruktur reden. Wir sind spät dran. Also eigentlich sind die Voraussetzungen in den 90ern mal geschaffen worden, hier auch eine vernünftige Straßenbahn anzumachen. Es wird gerade diskutiert auch über die S-Bahn-Verlängerung. Dazu wird es bald eine Machbarkeitsstudie geben, die dann auch vorgestellt wird. Aber im Moment haben wir noch nicht die leistungsfähige ÖPNV-Struktur, die wir uns eigentlich wünschen. Deswegen haben wir jetzt erstmal mit dem BVG ja geklärt, dass wir dort auch eine sehr dichtere Taktung hinbekommen, sodass zumindest die Anschlüsse an die S-Bahn- oder U-Bahn-Haltepunkte dann auch gewährleistet sind, sodass hier schon eine gute Infrastruktur da ist. Aber in den nächsten Jahren muss da mehr passieren, das ist ganz klar. Das kann ich nur unterstützen, natürlich aus bezirklicher Sicht. Und bei uns ist natürlich klar der Wunsch auch Richtung Berlin, dass wir da auch noch mal einen Zahn zulegen, was die Verkehrsinfrastruktur angeht. Wir sind ja, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, was die übergeordnete Hauptverkehrsstraße angeht, dass Sie jetzt zukünftig die Planung auch gestalten und dass wir da vorankommen. Auch die Erschließungssituation mit der Insel Gartenfeld für die nächsten Jahre sicherstellen. Und
ein großer Wunsch von uns wäre, und es ist, denke ich, auch erklärbar und recht zu rechtfertigen, ist die S-Bahn-Verlängerung, dass wir die hinbekommen. Es wird ein Mammutprojekt, das ist mir auch klar an der Stelle, aber wir haben ja ein Riesengebiet im Norden Spandaus, und wenn wir da eine Schienenanbindung bekämen mit einer S-Bahn-Verlängerung über Gartenfeld, über die Wasserstadt bis nach Hakenfelde, dann wäre das, glaube ich, etwas sehr, sehr Sinnvolles und auch gut investiertes Geld.